da macht es dann auch Spaß, wenn du in so einem Netzwerk bist und dort als Fotograf, Videograf dich einfach beweist. Der Unterschied halt einfach, wenn du halt kleinere und größere Aufträge hast, also ich sage mal kleinere Aufträge, so irgendwas bei 200, 300, 400, 500 Euro, so, und im Vergleich zu größeren Aufträgen mit 200, 300, 400, 5000 Euro pro Auftrag, nicht pro Monat, sondern pro Auftrag, so, das ist im Endeffekt, ist das der größte Hebel, dein Umfeld. So, wenn du halt im richtigen Umfeld drinnen bist, wo jetzt Geld einfach vorhanden ist zum Beispiel, also betuchte Leute oder Leute, die halt, denen es halt grundsätzlich gut geht, finanziell auch, so, da macht es dann auch Spaß, wenn du in so einem Netzwerk bist und dort als Fotograf, Videograf dich einfach beweist. Ich kenne viele, also nicht viele, ich kenne manche Fotografen, die sind in solchen Netzwerken drinnen, so, und da macht es richtig Spaß dann, weil da brauchst du nicht lange und hast direkt einen Auftrag von ein paar tausend Euro. Einfach so beim Mittagessen gemacht. So, also nicht jetzt geshootet und so weiter, aber fixiert, ausgemacht, vertraglich unterschrieben. So, und das ist halt der größte Hebel von Foto- und Videografen, dass sie halt im richtigen Umfeld sind. Wenn du halt in einem Umfeld bist, wo halt nur Leute sind, die halt eher tendenziell weniger Geld verdienen, heißt ja nicht, dass die jetzt schlechter oder besser sind, die Leute. Du, das will ich gar nicht sagen. So, jede Person ist gleich viel wert. So, aber wenn Leute halt da sind, die halt in einem 9-to-5-Job sind, normales Gehalt verdienen und so weiter und so fort, so, die werden sich nicht so oft einen professionellen Fotografen oder Videografen leisten. So, anstatt wenn du jetzt wenn du in einem Umfeld bist, wo halt mehr Leute da sind, die gut verdienen, denen es richtig gut geht, die gerne jeden Tag essen gehen, die in Urlaub in 5-Sterne-Hotels machen, die einmal im Monat irgendwo Urlaub machen. So, die Leute gibt es auch. Heißt auch nicht, dass die jetzt bessere Leute sind als irgendwer andere, sondern die sind genauso wertvolle Personen. So, nur da, wenn du halt in so einem Umfeld bist, macht es halt Spaß als Fotograf und Videograf, weil halt dein Wert auch wirklich wertgeschätzt wird. Im Finanziellen auch. So, und die meisten haben halt einfach den Glaubenssatz, so dass reiche Leute irgendwie, keine Ahnung, oder Leute, die halt ein bisschen mehr Geld haben, dass sie irgendwie schlechte Menschen sind oder dass die böse sind, weil das halt in allen Filmen, wenn du dir alle möglichen Filme anschaust, jegliche Kinderfilme, werden immer die Leute eher als Bösewichte dargestellt, die Reichen sind. Oder die was mehr verdienen oder so. Der Boss von dem Unternehmen und die Angestellten sind alle die und der Boss, der mehr verdient, der ist der Böse. So, also unbewusst wird dir das schon von kleines Kind an irgendwo eingepflanzt, dass Leute, die mehr Geld haben, ein Umfeld, das mehr Geld hat, eher böse sind oder eher ungut oder sowas in die Richtung. Aber das stimmt ja grundsätzlich gar nicht. Es gibt ungute Leute bei den Reichen oder bei den Reichen und es gibt ungute Leute bei den Armen. Ne? Also das kommt von Person zu Person ab. So, es gibt überall diese und jene Personen und es gibt überall diese und jene Personen. Aber ich sage dir eins, wenn du wirklich erfolgreich werden willst als Fotograf, so, dann ist es halt wirklich, wirklich wichtig, in einem Umfeld zu sein, wo Leute sind, die grundsätzlich mehr Geld zur Verfügung haben, als sie auch wirklich brauchen. Weil dort ist ein großer Kuchen und wenn du nur ein kleines Stück von diesem Kuchen rausschneidest, so, dann ist das für dich persönlich aber auch ein großer Kuchen. So, und das ist halt der ganze Clou dahinter. So, deswegen würde ich dir halt empfehlen, da wirklich zu schauen, in so ein Unternehmernetzwerk oder in so ein Netzwerk, in so ein Umfeld reinzukommen. Meistens sind halt die Umfelder, die ein bisschen besser verdienen, Unternehmer, Selbstständige, führende Angestellte, Manager, alle solche Sachen. So, und da würde ich einfach Fokus drauf legen.